Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier im Studio den Till und ich bin der Sascha und wir reden heute über den 11. November. Der 11. November, hup dann da im Rheinland, ne? Hup dann da. Ach so, ja. Karneval. Ja. 11.11. Bist nicht so der Karnevalmensch, ne? Ja, genau. Ja. Aber am 11. November ist auch geboren ein Geburtstagskind haben wir. Ja, Philipp Lahm. Philipp Lahm! Habe ich auch schon live im Stadion gesehen. Philipp Lahm, guter Kicker, aber ziemlich klein. Das macht ja nichts. Ja, macht ja nichts. Man kann ja auch mal schießen kann. Man kann ja auch mal klein sein. Ja. Aber Philipp Lahm eigentlich ziemlich schlau, ne? Es kommt ja nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Länge, heißt es, glaube ich. Naja, jedenfalls am 11. November wurde in Spanien 1977 auch die Filmzensur. Abgeschafft. Ach nee. Ja, das war 1977. Und am 11. November, was ist da auch passiert? Ja, das ist fast genauso spannend. Und zwar ein Nationalfeiertag in Angola. Nationalfeiertag in Angola? Ja. Ja. Unabhängigkeit von Portugal. Ja, und hier sind ja die Flagge von wem? Das dürfte Portugal sein. Portugal, genau. Nicht Angola, ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, sieht so ähnlich aus wie Portugal, aber es ist Portugal. Ja, es ist Portugal, genau. Und am 11. November war auch Kinostart in Deutschland von Fight Club. Kennst du Fight Club? Sprich nicht über den Fight Club. Ja, genau, du kennst ihn. Ah, Halleluja. Das ist ja auch mal was, dass der Till sich bei Filmen auskennt. Ja, erste Regel beim Fight Club? Sprech nicht über den Fight Club. Zweite Regel beim Fight Club? Sprech nicht über den Fight Club. Dritte Regel beim Fight Club? Hab ich vergessen. Ich auch nicht, ist ja egal. Wurscht. Ja, auf jeden Fall, das war der 11. November. Und wenn ihr jetzt über den 11. November so viel wisst, dass ihr an der Theke irgendwie ein bisschen angeben wollt und mal einen richtigen Aufriss haben wollt, dann seid ihr jetzt... Dann könnt ihr gleich mal hier an der Theke über bestellen. Angola. Angola. Angola könnte ich mit tot saufen. Ja, ja, alte. Toll. Alte Witz. Naja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 12. November.